glaube, was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben heute phasenweise, war wirklich Weltklasse. Tolle Aktion nach vorne gehabt, hinten nichts anbrennen lassen. Die zwei Gegentore fallen total doof, da müssen wir einfach besser aufpassen. Durch Standardsituationen, einmal durch einen Einwurf und einmal durch eine Ecke. Aber ansonsten haben wir dem Gegner, glaube ich, allgemein auch in der zweiten Halbzeit fast gar nichts zugelassen. Und haben das einfach dann in der zweiten Halbzeit auch clever gemacht. Also wir wussten schon vor der Saison, dass wir viel Potenzial haben und ja, wir wollen das auch zeigen. Und wir lernen uns was von jedem Spiel und wir kommen besser und besser dran und ich glaube, er zeigt es auch. Wir sind reifer geworden, ein Stück weit auch gesehen in der zweiten Hälfte, dass wir eine gute Balance haben zwischen offensiven, mutigem Spiel und trotzdem auch sicher verteidigen. Und jedes Spiel bringt uns voran und klar, der Rhythmus jetzt ist langsam bei uns drin, in den Beinen, aber auch mental. Wir müssen sehen, dass wir in den Phasen, wo wir nicht spielen, uns perfekt regenerieren, dass wir gut essen, gut schlafen, gut runterkommen, weil diese Spiele halt enorm auch an der Kraft zehren. Aber das Gute ist auch, dass wir auch einen breiten Kader haben, dass wir auch einige Wechsel immer vornehmen können. Also im Moment, das passt sehr gut.